Herzlich willkommen erstmal in Bodegas Delgado Zuleta. Ich heiße Eva, bin die Führerin und werde Ihnen erstmal ein bisschen über die Geschichte dieser Bodega erzählen und dann auch weiter über unsere Wein. Ja? Und nun ja, diese Bodega ist die älteste Bodega des Rahmen von Jerez, wurde 1744 gegründet und es war Herr Francisco Gil de Ledesma. Und er fing also erstmal mit einem Haus in der Mitte der Stadt an, wo er mit einigen Fässern anfing. Und dann langsam kaufte er auch noch andere Teile von Bodegas und begann mit weiterzumachen. Danach, in den 80er schon, dann wollten sie besser alles zusammen haben, damit es einfacher war zu arbeiten. Und deswegen sind wir hier im oberen Teil der Stadt hergekommen und haben alles wieder zusammen. Hier insgesamt haben wir ungefähr 8000 Fässer und machen vor allem Manzanilla, 91% könnte es sein, und den Rest der anderen Weine von Jerez. Jetzt gehen wir weiter. Gracias. Das ist, wir haben jetzt wie kann ich das erzählen? Das erste Teil unserem Interpretation Museum oder wie man es auch erzählen könnte. Deswegen haben wir einige Paneele, wo man alles auch schon sehen kann. Hier haben wir zum Beispiel auch einige Bodentypen, ja, wo man alle Erden, die wir hier finden können. Das ist zum Beispiel die Albariza, Arenas und Barros. Das sind die drei verschiedenen Erden, wo wir hier unsere Trauben haben können. Für uns ist das Beste immer die Albariza und ist auch die meiste, die wir hier finden können. Und die ist sehr wichtig für uns, weil es wie ein, Sie wissen es sicher schon, ja, wie ein Schwamm, das das ganze Wasser aufsaugen kann und auch den ganzen Jahr lang enthalten kann. Und dann, wenn wir im Sommer zum Beispiel also überhaupt kein Wasser mehr haben, weil wir ungefähr 9 Monate im Jahr keinen Regen haben, dann kann es dieses Wasser dann benutzen. Deswegen sieht es manchmal aus, wenn wir in den Weinberg gehen, das sehr, sehr trocken ist. Aber wenn man die Erde ein bisschen bewegt, können wir sehen, dass unten das richtig feucht ist. Nicht? Deswegen ist es für uns so wichtig und deswegen haben wir ungefähr immer dieselbe Qualität von den Trauben. Das ist nicht ein sehr großer Unterschied zwischen den verschiedenen. Hier zum Beispiel haben wir unsere Trauben, die drei verschiedenen Trauben, die wir hier benutzen dürfen. Da wir ja der Ursprungsbezeichnung von Jerez Tres Cherry und Manzanilla San Lucas de Barrameda gehören. Das bedeutet ja, dass wir unsere eigene Ursprungsbezeichnung haben. Und diese Ursprungsbezeichnung ist, weil man die Manzanilla nur hier in San Lucas machen kann, nicht in Jerez oder in El Puerto oder in irgendeinem anderen Teil der Welt bis jetzt nicht. Es ist wegen unserem Klima. Wir haben ein ganz spezielles Klima, da wir ja gegenüber dem Nationalpark von Doñana stehen und deswegen haben wir eine sehr hohe Feuchtigkeit, die macht, dass wir dann die richtige Hefe über die Manzanilla haben. Das ist, wird dann auch der Unterschied zwischen Jerez und San Lucas sein. Hier haben wir zum Beispiel dann den Palomino-Traube. Mit dieser Traube können wir immer die trockenen Weine machen, wie zum Beispiel die Manzanillas, Amontillados und auch die Olorosos. Ja. Und dann haben wir auch Pedro Jiménez. Mit dieser Traube werden wir Süßweine machen. Dieser Wein wird Pedro Jiménez heißen. Und Moscatel, mit der werden wir auch Moscatel-Wein machen. Und das ist auch ein Süßwein. Deswegen, mit den beiden machen wir dann die Süßweine. Um diesen Süßwein zu machen, müssen wir wenn wir diese Traube ernten, müssen wir es in Prozess, wir sagen auf Spanisch Proceso Soleo. Das bedeutet, dass wir sie erstmal in die Sonne
machen müssen, sodass sie austrocknen. Und wenn sie fast schon Rosinen sind, dann bringen wir sie erstmal in das Presszentrum. Ja? In den Palomino-Trauben ist das nicht, wird das nicht gemacht, da ist ja ein ganz trockener Weinesand. Nicht? Um unsere Weine hier in dieser Gegend zu machen, erzählt uns der, oder sagt uns der Verwaltungsregler in Jerez, wie wir unsere Weine machen müssen. Es gibt sehr viele Normen. Die wichtigsten sind, dass wir immer dieselben Trauben benutzen müssen, die wir jetzt gesehen haben. Diese Trauben müssen auch, zum Beispiel die Palomino vor allem, muss Ende August, Anfang September geerntet werden, wenn sie ungefähr 11 Barometergrad hat. Das ist ja das Zucker, das wir messen können. Und vor allem, dass es, um Manzanilla zu sein, muss ein mindestens von 3 Jahren im Fass bleiben. Das bedeutet, das wird dann unsere jüngste Manzanilla, ja, die mit 3 Jahren. Und die wird normalerweise Manzanilla Fina genannt. So, unser wichtigster Moment ist vor allem September, da ja die Trauben mal so richtig, wir alle die ganze Arbeit haben. Nicht? Hier sagen wir müssen das schneiden, wir müssen das sehr beschützen und sehr gut aufpassen. Nicht? Und deswegen ist es wirklich der Moment, auf den wir richtig warten. Nicht? Das ist der wichtigste dann. Erst danach, wenn wir diese Trauben endlich dann schon haben, dann bringen wir sie erstmal in unserem Presszentrum und dann wird dann schon die erste Klassifikation stattfinden. Früher können wir ja hier sehen, wie man es gemacht hat, ist normal. Jetzt kommt es wie ich gesagt habe, in ein Presszentrum, dort wird es ganz leicht erstmal gepresst und dann bekommen wir diesen ersten Most, den wir Most mit Primera Yema nennen, das heißt also unser erster Most, der beste, der wird normalerweise immer für Manzanillas und Amontillados benutzt. Und dieselbe Traube kommt dann in eine andere Presse, die ein bisschen stärker ist, und dann bekommen wir den zweiten Most, und dieser wird normalerweise für Olorosos benutzt. Danach kommt es in eine noch stärkere, dieselbe Traube, also wir benutzen absolut alles, und das wird dann um die Destillation für unseren Alkohol auch benutzt. Ja? Danach, wenn wir dann diesen Most haben, dann bringen wir es in den Edelstahltanken, wo es 3 Monate lang bleibt. Das ist jetzt genau dieser Moment, wo wir uns befinden. Und später werden wir dann direkt diese Edelstahltanken zum Beispiel sehen können. Ja? Nach diesen 3 Monaten, der Most in diesen Edelstahltanken bleibt, danach kommt es in einem System, das wir auf Spanisch sobre tabla heißt. Wir können das wirklich nicht dolmetschen, aber wir können sagen, dass es wird dann in Holz gemacht. Dort bleibt es ungefähr zwischen 6, 8, auch 9 Monate, kann es auch noch bleiben. Und dann wird eine neue Klassifikation gemacht. Da kommt der Önolog, der Bodega, und guckt in allen Fässern rein, um stattzufinden, ob es wirklich dann für als Manzanilla wird oder Oloroso. Ja. Wie macht er das? Einfach sensitiv. Er wird ein bisschen dann mit Nase und mit dem Geschmack also stattfinden, was er dann wirklich macht. Wenn es für Manzanilla geht, dann werden wir auf dem Fass einen Streich machen, ja, wie wir hier sehen, und bis 15% Alkohol hinzugeben. Normalerweise kann 12, auch manchmal 13% Alkohol schon bekommen, aber für Manzanilla brauchen wir immer 15%. Wenn es nicht Manzanilla wird, dann wird es Oloroso, dann werden wir einen Kreis machen da auf dem Fass und bis 17% Alkohol hinzugeben. Jetzt sehen wir hier aber den Palo Cortado, also dieser wirklich wie heißt das denn? Wichtiger oder nicht wichtig sind, aber sehr, sehr besonderer. Ja, da haben wir dann einen ganz besonderen Wein, das ist der Palo Cortado. Und der Name kommt ja in Wirklichkeit, das ist ein geschnittener Streich. Das bedeutet nicht. Und es kommt deswegen, weil normalerweise früher
Was passiert war, ist, dass wir es zum Beispiel Manzanilla war. Wir hatten es dann mit einem Streich also schon bedeutet nicht und haben gesagt, es wird Manzanilla, aber in irgendeinem Moment ist etwas passiert und ist ein anderer Wein gekommen. Es ist kein Amontillado, kein Oloroso, wissen wir nicht. Deswegen, der Meister der Bodega normalerweise hat immer gesagt, das ist dann schlecht. Das können wir nicht benutzen. Deswegen kommt dann der Name, nicht der des geschnittenen Streich. Nicht? Aber wir könnten sagen, das ist ein Wein, das zwischen einer Manzanilla und einem Amontillado ist. Nicht? Weil es ist wie eine Manzanilla, die seine Hefeschicht verloren hat, aber nicht ein Amontillado geworden ist. Deswegen ist es immer dieses Mysterium des Palo Cortados. Aber das wird dann eine ganz andere Geschichte. Okay?